Guten Tag, der Herr. Hallo, Herr Müller. Ich bringe Ihnen die 5000 Liter Dünger vorbei. Jo, einfach ins Silo kippen, bitte. Okay. Danke. Nehmen Sie das Geld gleich mit? Ja, würde ich gleich mitnehmen. Es macht 5600. Okay. Wenn Sie es gerade da haben. Jo, gebe ich Ihnen gleich. So, bitteschön. Dankeschön. Stecke in den Umschlag gerade rein, hier. Ja, danke. Wie laufen die Geschäfte beim Landhandel? Ganz gut, eigentlich. Ja, insgesamt machen wir im Moment Plus. Ja, das ist doch von Vorteil. So soll das Geschäft laufen. Ja. Haben Sie eigentlich Interesse an Stroh und Gerste? Stroh, glaub schon. Bespreche ich alles nochmal kurz gleich mit dem Herrn Neumann. Jo, machen Sie mal. Aber es wäre dann sowieso erst in ein paar Tagen. Jo. Aber ich muss mal GPS gucken. Satellit. Dann tschüss. Jo, dauert. Jo, tschüss. Der ist aber flott unterwegs hier. Viel zu tun. So. Dann muss ich hier ein bisschen Ordnung schaffen. Zu ankommen. Gut. Was wir gucken könnten ist, warte mal, ich belade den Anhänger mal mit meinen Wollpaletten. Nächste Woche muss ich dem Jürgen auch mal sagen, dass der mir hier den Reifenwechselplatz einrichtet. Weil den brauche ich ab und zu. So. Dann verlade ich mal kurz die Wolle. Hey, was ist mit dem Anhänger los? Warum wackelt er denn so? Hat der einen Platten oder was? Oh, sieht doch nicht alles gut aus. Ja, ich brauche auf jeden Fall ein, zwei Unterstellmöglichkeiten. Für meine Anbaugeräte und alles Mögliche. Die Tomaten, sehen so gut aus. Das passt. Die wachsen gut. Ich muss gerade nur checken, wie viel Dings hier noch da ist. Mist ist gut, Wasser ist gut. Beim Salat sieht es auch gut aus. Und bei den Gurken auch. Na supi. So mag ich das. Guck ich mal, ob ich die hier. Ob ich die verladen bekomme. Schon viel Feingefühl, was man dann braucht. So, jetzt.
Kann ich morgen vielleicht die Paletten verkaufen hier? Oh, so kriege ich die gar nicht drauf. Die muss ich quer draufstellen. Das gerade mal um quer dran fahren. Wie der Kugel, der da drin lenkt, muss ich schon mal sagen. Oh. So. Die passen genau drauf, das ist perfekt. Ich glaube, ich kriege nur drei drauf, eine vierte wird schwer. Passt die Sache. So. Vielleicht verkaufe ich die Wolle auch heute Abend noch. Ich gucke mal gleich auf den Preis. Ja, passt doch nur eine vierte Palette drauf. Ja, da passt nur eine vierte drauf. Das ist ja fein. Die gleich schon mal fest hier. Ach komm, das ist ein bisschen zu viel, ey. Zwei Spanngurte pro Ding, das reicht. Da passt noch eine drauf. Sehr schick, ey. Gut, gerade mal gucken, was da. Naja, der Müller kommt vorbei. Moment, ich will mal gerade gucken. So, gerade mal hier checken. Hallo. Oh, Alter, erschreckt mich doch nicht so, Herr Müller. Entschuldigung. Hab gehört, heute sind einige schon aus Schwarzing ausgereist, irgendwie zur Familie und Feierabend und so weg. Ja, heute ist ein bisschen ruhiger hier im Dörfchen. Alle irgendwie Feiertag oder so. Ich war gerade eben beim Hans-Peter Dreschen. Der ist jetzt auch weg und jetzt das Feld wird wahrscheinlich über Nacht erst reif. Okay. Da bin ich auf der Suche nach. Die haben ja mächtig aufgerüstet. Ey, ich habe keine Ahnung mehr, wohin mit meinen Maschinen. Warum stehen sie denn auf der Straße? Ich stehe da nicht auf der Straße, oder?
Fahren Sie doch rein auf mein Grundstück, nachher kriegen Sie noch einen Strafzettel. Ach so, da. Der Herr Stromberg ist aber, soweit ich weiß, ausgereist. Ist auch schon, hat er auch schon Feierabend gemacht. Ja. Ja, ich habe gerade einiges zu tun hier. Glaube ich Ihnen. Ich hätte auch gerne noch so ein Bäumchen hier in meinem Garten, ich weiß auch nicht. So ein Apfelbaum oder so. Ja, Apfelbaum muss nicht sein. Aber irgendwie ein Bäumchen. Stelle ich mich doch glatt mal neben dem anderen Dolz. Jojo, mach ich dir. Oh, ich bin auch schon müde, hey. Ich auch. Aber wir haben ja gar keine Bäumchen, fällt mir gerade auf. Oder? Ne. Dann vielleicht. Keine Ahnung, ich habe mehr so Setzlingspaletten gesehen. Keine Ahnung. Vielleicht findet man irgendwo eine Setzlingsmaschine und dann nimmt man die sich mal. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Sie hatten meinen Mitarbeiter gefragt, wegen Stroh und Gerste, ob wir das annehmen. Jawohl. Die nehmen wir an. Beides? Beides. Okay, das wird nächste Woche, könnte ich Ihnen da was liefern. Perfekt. Dann hätte ich gleich noch eine Frage. Achso, haben Sie da noch einen Drescher frei? Ich habe einen Drescher frei, ja. Okay. Den müsste ich nämlich, den würde ich dann brauchen. Also ich würde auch, ich würde den Drescher, wenn Sie wollen, wenn Sie können, würde ich Ihnen den mieten. Jo. Können Sie mir den heute noch runterfahren? Nee, heute wird das, glaube ich, nichts mehr, weil ich noch selbst eine Ernte gerade habe. Ah ja, okay. Ja gut, dann fahren wir den nächste Woche runter. Ja. Okay, ist auch schon Sonntag, brauchen wir ja nicht mehr so viel. Okay. Eben. Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke schon mal. Jo. Tschüss. Sie haben auf jeden Fall was gut bei mir. Warum? Dafür, dass ich heute bei Ihnen mal nicht dingen darf. Ja, kein Ding. Solange Sie noch kein Dach über dem Kopf haben. Ja, gucken Sie mal hier. Tag war ich immer im Traktor. Und dann vorne am See habe ich mich immer gewaschen. Nehmen Sie nachher bitte mal meine Dusche, oder ich gebe Ihnen einen Gartenschlauch. Ich rieche ein bisschen nach Fisch. Ich habe es natürlich auch abgekocht. Aber eigentlich ist das Wasser hier relativ gut. Ja, das muss man schon sagen. Also da gibt es wesentlich Schlechteres. Gucken Sie mal hier auf den Anhänger. Das ist definitiv viel schärfer. Naja, eine Palette geht noch drauf. Den Anhänger habe ich mir auch erst gekauft. Der sieht sehr schön aus. Ja, finde ich auch. Aber jetzt, schauen Sie mal, ich habe keine Unterstellmöglichkeit für meine Fahrzeuge und Gerätschaften. Das nervt mich gerade ein bisschen. Jetzt habe ich hier schon... Das ist tatsächlich nicht so gut. Nee, jetzt habe ich hier schon ein bisschen Holz geerntet. Das muss der Harry nächste Woche abfahren. Und dann lasse ich den Jürgen hier antanzen. Dann darf der mir hier aufschütten. Und dann darf er mir hier noch eine Rampe bauen und dann stelle ich hier irgendwie eine Halle hin oder so. Das ist praktisch. Das ist echt eine gute Idee. Ja, und. Weil es ist ja ziemlich ungenutzter Platz eigentlich. Ja, und auf der anderen Seite, da hinten, wo die Traktoren stehen, da mache ich das auch so. Da musst du auch aufschütten, eine Rampe bauen und dann kommen hier noch Unterstände hin. Also ein bisschen, hier ist es ja schon ein bisschen aufgeschüttet. Ja, ja. Da muss er, wahrscheinlich trägt er hier dann noch ein bisschen was ab, dass wir hier ebenerdig sind. Weil da stelle ich mir dann vielleicht noch ein, zwei Gurkenhäuser hin oder so. Da haben sie ja echt viele Gurken. Ja, könnte ich ja jemanden beliefern, ne? Klein, Hofladen. Ja, Hofladen läuft. Ah, das ist gut. Ich glaube, ich krieg 500 pro Stunde oder so. Oh, das ist rege Kundschaft. Ja, ja. Bio, Bio, Bio. Ich guck mal gerade rein, was ich heute schon verdient habe. Heute habe ich knapp 10.000 schon verdient. Boah. An Gebäuden. Das ist mega. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob da der Rest auch mit zählt. Ich glaube, da zählt der Rest auch mit.
Oder? Landverkauf. Ja. Es ist einfach eine gute Einnahmequelle. Ja, das glaube ich im Zweifelsfall. Ja. Ich muss mir irgendwann auch mal ein Haus bauen Also ich oder kann Ihnen bauen wirklich lassen. empfehlen, der Jürgen, der macht es. Der macht es. Bisschen Ahnung habe ich ja. Mal schauen. Haben Sie selber schon eins gebaut oder wie? Ja, Okay. früher. Mal. Es ist ja so, ein Haus baut man zum Üben, das zweite für die Familie und das dritte, wenn man älter wird. Da haben Sie recht. So, vielleicht sollte ich mir auch noch ein paar Schafe kaufen. Ich weiß nicht. Oh, die sind geschoren. Ja. Da waren sie aber. Obwohl, nee, doch nicht. Ein Teil ist geschoren, ein Teil Ja, nicht. ein paar nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wie Da viel müssen sie Lappen nur wir da. aufpassen. Ich habe gehört, da gibt es Leute, die färben die Schafe rosa. Ja, oder Rainbow, gell? Dass du die gut bewachen sollst. Das finde ich nur Schweinerei persönlich. Ja, muss ja nicht sein. Gut, Nee. warten Sie mal, ich stelle mal gerade den Traktor auf die Seite und dann machen wir langsam Feierabend. Ja. Einen schönen Ford haben sie auch. Ja, den habe ich schon lange. Den habe ich vom Hans-Peter abgekauft. So, immer diese Techno im Fahrzeug, ey. Gut. Ein bisschen Licht wäre auch nicht schlecht, oder? Ja, So, halt. jetzt gucke ich gerade noch mal. Bisschen haben sie ja durch ihr Haus. Ja, Aber vielleicht ne. lasse ich mich hier mal noch eine Lampe aufstellen. Ich guck mal gerade im Katalog, ob es da eine gibt. Ja, da gibt es was, aber. Ah, ja, doch, hier. Das sind aber ziemliche Scheinwerfer. Da gibt es auch als kleine Ausführung. Ja, sind die auch klein. Da gibt es groß und klein. Ja, das wäre doch mal eine Idee. Dann soll mir der Jürgen hier noch zwei hinstellen irgendwo. Ja, das darf der Jürgen dann alles machen. Dem baller ich nächste Woche Aufträge rein. Ich glaube, so ein Bäumchen im Garten würde sich gut machen. Ja, haben wir nur Das leider macht's. keine. Also ich finde, ihr Garten ist sehr idyllisch. Ja, morgens ist schön. Genau. Das ist echt schön. Kann man auch schon draußen frühstücken. Ja. Schön noch die Schafe sehen. Das haben sie schon schön gemacht. Gut, dann gehen wir mal schlafen, würde ich sagen. Ich bin müde. Gute Nacht, Herr Reinhard. Herr. Das schneide ich raus. Nacht. Gute Nacht, Herr Müller. Ja. So, warten Sie mal, ich gehe mal gerade schlafen. Moment, ich hab's verpeilt. Machen wir 11 Stunden, oder? Warum muss es passen? Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle dafür, dass ihr wieder eine Woche lang dabei wart bei Real Farming LS19 Meets Reality. Und schaut auch gerne morgen wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Herr Müller, Ja. Sie dürfen auch Tschüss sagen. Jo, ciao. Ciao.